Fünfter Lauf. Jetzt haben wir zwei Amerikaner hier mit dabei. Jeremy Taibo und Garrett Scantling. Dazu Sikora Kazmirek und auf Bahn 4 Dominik Distelberger. Ganz außen noch Jorge Urrea aus Spanien. Dominik Distelberger hat lange an Achillessehnenproblemen laboriert. Erst auf der einen Seite ein halbes Jahr, dann war das weg, dann ist es auf der anderen Seite gekommen. Aber er ist wieder zurück, jetzt schmerzt nichts. Er hat gute Tests absolviert, sagt natürlich selber ganz genau, weiß ich nicht, wo ich stehe. Überall heute wäre so eine 70er-Zeit mittendrin, das wäre schon toll bei akzeptablen Verhältnissen. Und die Devise ist klar, es sollen 8.100 Punkte werden, um sich für Olympia zu qualifizieren. Lauf Nummer 5 mit Jeremy Taibo, 8.303 Zähler hat er aufgestellt. Das Ganze im Vorjahr hier in Götzis, als er Sechster geworden ist. Qualifizieren kann er sich hier noch nicht, das geht nur bei den US Trials. Hier schon, Hirschi Sikora, junger Mann, 21 Jahre jung, Junioren-Weltmeister vor zwei Jahren, 7.927, also auch noch keine 8.000. Und das ist der Titelverteidiger, Kai Kazmirek, der Sieger letztes Jahr in Götzis, vermeintlich vielleicht sogar derjenige von den Deutschen, der am meisten drauf hat. Super in Form, keine Verletzungen gehabt. Und dann Dominik Distelberger. 8.168 Punkte hat er vor zwei Jahren hier in Götzis gemacht. Das würde reichen. Aber als vor zwei Jahren war, zählt es noch nicht für die Erbringung des Olympia-Limits. Letztes Jahr hätte gegolten, da hat er sich mit Verletzungen herumgeschlagen. Jetzt ist er wieder da. Guter Bekannter schon in Götzis. Sein sechster Start hier. Und dann Garrett Scantling aus Georgia. Den haben wir hier noch nicht gesehen. 8.232 Zähler. Aus Georgia in den USA. 23 Jahre jung. Und dazu noch der Spanier Jorge Urrea, Zweiter der U23 Europameisterschaften aus dem Vorjahr. 7.983 Punkte. Wer ist der Schnellste in diesem Feld? Von der Bestleistung her ist es Dominik Distelberger. Schon 10,54 gelaufen, aber so eine Zeit um 10,75 wäre natürlich klasse. Und Kai Kazmirek hat genau diese 10,75 als Bestmarke stehen. So, Daumen drücken für Dominik Distelberger. Hinten alles ordentlich vertaped. Wenn es nur ganz klein wenig hilft, dass sich da kein Wehwehchen auftut, dann soll das alles so sein. Distelberger rechts neben ihm in Rot, das ist Kazmirek. Guter Start von Distelberger, alle gut weggekommen, am besten Garrett Scantling, der Amerikaner, alle gleich auf und jetzt Distelberger mit Scantling um den Sieg her, jetzt kommt noch Kai Kazmirek, die drei sind vorne, super Zeit, 10,63 bei tollen Verhältnissen hier, 1,1 Meter pro Sekunde Rückenwind und das ist auch ein Top-Ergebnis für Dominik Distelberger. So, das passt schon. Korrigiert herunter die Zeit auf 10,62 für den Sieger, für das tolle Finish von Kai Kazmirek. Und dann Scantling. Das riecht hier förmlich nach einigen neuen persönlichen Bestmarken. Start alle recht gut weggekommen. Scantling vielleicht der Beste. Dann mittendrin war Distelberger, der mit dem besten Turbo und das Finish, das hat dann Kai Kazmirek gehört. Ja, technisch sehr kontrolliert, sehr sauber, Dominik Distelberger, ganz feine Technik. Scantling geht da vorbei, aber da hat auch...
Dominik Distelberger. Alle Fälle so in dem Bereich von 10,75, wie er sich vorgestellt hat. Vielleicht sogar noch ein Tick schneller. Wir warten hier immer noch auf die Zeiten. Aber das ist vielleicht so 10,72, 10,73 für Kai Kaczmarek und für Dominik Distelberger, für Kaczmarek vielleicht sogar noch 2,62 bestätigt.